Wir testen virale Rezepte für euch. Heute brasilianische Limonade. Ihr braucht dafür ungespritzte Limetten, die ihr erstmal sehr gut abwascht. Die viertelt ihr dann, gebt sie in einen Mixer und bedeckt sie mit Wasser. Vorsicht, nicht zu lange mixen, sonst wird das Ganze sehr bitter. Danach siebt ihr es ab. Dann gebt ihr das Ganze wieder zurück in den Mixer mit einer halben Dose gezuckerter Kondensmilch. Dann noch einmal durchmixen und schon geht's ans Anrichten. Mit unserer Mengenangabe bekommt ihr ungefähr 2 große Drinks. Wenn ihr euch richtig crazy fühlt, könnt ihr noch ein Schirmchen reinmachen. Und unser Fazit, das Internet hatte recht, dieser Drink ist cremig, er ist frisch, er ist eigentlich geschmacklich mit nichts Bekanntem zu vergleichen. Und diese Bilder sprechen wahrscheinlich für sich. Viel Spaß damit!